Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend, Leute. Schön, dass ihr dabei seid zu diesem kurzen News- und ja, Deals-Video. Und ich habe euch ja auch in den letzten Monaten und Jahren immer versucht, die ja, attraktivsten Deals auch aus dem Netz rauszufinden. Und heute bin ich auch nochmal auf eine Sache aufmerksam geworden. Beziehungsweise hat mir jemand hier bei Instagram noch eine Nachricht geschrieben, dass zum Beispiel heute die Meguiars MT103, die Sunlight 3 Plus, hier extrem rabattiert ist und die Lampe für 119,75 Euro natürlich hier mit Prime-Versand ist ein absoluter krasser Spitzenpreis. Es gab es vor einer ganzen Weile schon mal diese Aktion und da war die Lampe ruckzuck ausverkauft. Ich weiß nicht, wie viele Stückzahlen jetzt hier irgendwie zur Verfügung stehen, aber ich würde euch empfehlen, also wenn ihr eine Detailing-Lampe sucht und ihr wollt euch vielleicht auch in Zukunft auch mal selbstständig machen oder ihr wollt auch mehrere Fahrzeuge polieren oder generell einfach in dieses Hobby polieren einsteigen und sagt, okay, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dann ist diese Lampe auf jeden Fall ein absolut toller Begleiter. Es ist wirklich einer der mit der besten Detailing-Lampen, die es gibt. Ist ja sozusagen mit ScanGrip in Kooperation entstanden. Und da haben sie wirklich eine sehr, sehr schöne Lampe hingezaubert mit sehr, sehr vielen Funktionen und einer mega guten Akkulaufzeit. Also hier auf jeden Fall mal vorbeischauen, 119,75 Euro statt 159 Euro. Das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Angebot. Dann haben wir auch noch von Negrin das Autoshampoo Snowfoam. Könnt ihr für beides natürlich wunderbar nutzen. Das ist auch nochmal rabattiert. Der kostet gerade aktuell genau 4 Euro glatt. Also das ist auch eine richtig schöne Aktion. Kann man sich definitiv mal anschauen. Andreas finde ich auch sehr, sehr cool. Kommt auch noch ein Video in den nächsten Tagen. Und ihr seht schon, den habe ich mir hier schon am 31. Januar gegönnt. Seitdem ist er auch ungefähr in der Aktion mit drin. Also hier auf jeden Fall mal mit vorbeischauen. Für 4 Euro kann man sich das mal gönnen. Ein ganzer Liter drin. Und Verbrauch ist auch sehr, sehr gering. Also wer denkt, man braucht hier 100 bis 200 Milliliter, weit gefehlt. Also das ist vom Verbrauch her wirklich sehr, sehr gering. Und hat auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Finde ich sehr, sehr cool. Also guckt euch gerne mal an. Gemeinsam mal ausprobieren. Ich werde auf jeden Fall auch noch ein Video dazu euch ja, bereitstellen und Duft Bubblegum. Mal gucken, wie der sich so schlägt. Andreas ist auf jeden Fall schon so ein kleiner Fan davon. Gucken wir noch, was es Neues gibt hier und zwar bei Waschgura. Die haben jetzt hier auch Petzolds mit im Sortiment. Natürlich nicht das volle Programm, sondern erstmal so ausgewählte Produkte, um zu schauen, wie das auch bei euch ankommt. Und ja, über die zwei Produkte freue ich mich natürlich riesig, dass die jetzt auch hier mit verfügbar sind. Und zwar ist es einmal hier der, ja, der, wirklich der beste Waschhandschuh, wie ich finde, aktuell immer noch seit vielen, also die gibt es ja schon wirklich sehr, sehr lange, seit mehreren Jahren. Und der Petzolds Mikrofaser Waschhandschuh ist ein absoluter Spitzenhandschuh. Der ist nicht umsonst unter meinen absoluten Top-Favoriten und den könnt ihr euch definitiv mal anschauen. Wirklich sehr, sehr spezielle und einzigartige Faser. Sehr, sehr cool. Und ein absolutes tolles Mikrofasertuch, jedes extra weich. Auch diese Faser für mich absolut einzigartig, habe ich so noch nirgendwo anders gesehen. Sehr schönes, weiches Tuch, 54x44 cm, 810 GSM und definitiv mal anschauen. Habe ich auch schon vor langer, langer Zeit mein Video gemacht. Da wäre es mal cool, mal wieder so ein neues Video zu machen, weil das Video dazu ist ja wirklich schon richtig, richtig alt eigentlich. Also trotzdem immer noch ein Megatuch oder wenn nicht sogar das Tuch eigentlich. Für die Fahrzeugtrocknung und halt super weich auch für andere Anwendungszwecke. Definitiv mal vorbeischauen. Dann, was gibt es noch Neues? Ist ja nicht nur Deals, sondern auch, ja, was gibt es Neues hier auch? Zum Beispiel auch hier New Guys ist jetzt mit im Sortiment mit drin. Muss ich euch ehrlich sagen, habe ich persönlich noch nichts ausgetestet. Ich kann euch nichts Negatives und auch nichts Positives dazu sagen. Ich vertraue jetzt ein bisschen auf eure Erfahrung. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, ob ihr mit den Sachen schon gearbeitet habt, mit welchen, wie war die Anwendung, wie war die Leistung, könnt ihr mir irgendwas empfehlen, was ich mir definitiv als erstes anschauen sollte. Hier ist von Reifengel, Glasreiniger, Shampoo, Snowfoam, Detailer, hier ist alles, also Mikrofaser, Waschmittel, Polsterreiniger, Felgenreiniger, Innen, Insekten, Allzweck, APC, es ist eigentlich aus jeder Kategorie was dabei. Sagt mir, was ich davon mir auf jeden Fall als erstes anschauen soll, ob ihr da schon Favoriten habt. Wenn ihr hier etwas getestet haben wollt, dann schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Ich lebe da auch ein bisschen von eurem Feedback. Was auch bei mir schon länger im Test ist, vielleicht habt ihr das schon bei dem einen oder anderen Auto gesehen, was ich in den Videos hatte, und zwar sind es hier die Duftstecker von Vinov. Das ist so ein bisschen, es sind keine Flüssigkeiten, sondern das sind diese, ja, so eine Art, ich kann es schwer beschreiben, so eine Art Kunststoffplatten oder ein Kunststoffkörper, der sozusagen
das Nachfüllpack ist für die Halterungen. Und das sind die Halterungen hier unten, da ist jeweils natürlich ein Duft mit drin. Aber ihr könnt natürlich, wenn der Duft dann aufgebraucht ist, könnt ihr hier diese Nachfüllpacks sozusagen einfach hier einklicken. Auch dazu mache ich nochmal ein Video. Die waren jetzt bei mir eine ganze Weile auch im Langzeittest, auch hier bei Jens, hier bei EcoStar im Auto drin, bei meiner Frau im Auto drin, bei Oskar auch selbst im Auto drin. Und da werde ich euch auch ein Testvideo dazu noch ein paar Impressionen geben und wie man das handelt. Duft ist natürlich immer schwierig im Video rüberzubringen, außer man kann nur sagen, es duftet und wie lange es geduftet hat, aber natürlich die Düfte selber ist natürlich schwierig durch die Kamera zu transportieren. Also hier können wir auch ein bisschen rumexperimentieren und hier brauche ich natürlich auch ein bisschen euer Feedback, falls ihr euch mal daran traut und sagt, ich probiere jetzt mal so einen Duftflakon aus. Also das ist ja so, ihr holt euch jetzt diesen Stecker, entweder in Holz, Weiß, Schwarz oder hier in verschiedenen Farben gibt es alles Mögliche. Könnt ihr euch mal so ein bisschen durcharbeiten, wenn ihr Bock habt. Und dann könnt ihr den Duft auch später einfach wechseln, indem ihr euch einfach ein anderes Nachfüllpack holt. Das heißt, die Verpackung hier außen wird nie entsorgt, sondern es wird halt dann immer nur dieser, nehmen wir es einfach mal, dieser Duftstein, obwohl es kein Stein ist, der wird einfach ausgetauscht. Wir können mal hier draufklicken. Ja, Duftspender nennen die das hier. Das ist wirklich hier einfach so ein Kunststoffteil, das riecht auch wirklich sehr, sehr stark. Das wird dann einfach hin eingeklickt, zusammengesteckt und dann kann man das in die Lüftungsgitter reinstecken. Und so sieht es dann von vorn aus. Gibt es in verschiedenen Styles. Was ich auf jeden Fall noch mit erwähnen muss, ist hier Folgendes. Und zwar diese Sets hier, die mit der T2000 zusammengestellt wurden, sind echt sehr gut angekommen, was ich mitbekommen habe. Und wenn ihr Bock habt, können die auch noch verlängert werden, falls ihr euch noch nicht so ganz entschieden habt, welches der Sets ihr euch holen wollt. Da gibt es auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Und was heute am Freitag hier in die neue Aktion gekommen ist, ist diese Polymaschinenhalterung, die jetzt rabattiert wurde auf 10,90 €. Und ich glaube, da funktioniert auch nochmal der Gutscheincode dazu. Das heißt, ihr könnt dann hier eure Polymaschine auch nochmal perfekt an die Wand hängen. Und da ist der Stützteil auf jeden Fall hier schön gesichert und liegt nicht irgendwo auf einem Tisch oder so auf. Also das ist auch eine coole Sache. Auch nochmal so eine kleine Aktion mit drin, passend für die Polymaschinen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank nochmal auch hier für die Rückmeldung der Deals. Wenn ihr noch mehr Deals habt oder wenn ihr was bei Amazon gefunden habt, dann gerne mir eine Nachricht schreiben oder so. Ich füge das dann hier noch in die Kommentare mit an. So, und wenn ihr Fragen habt, dann unten in die Kommentare rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Klickt euch gerne mal durch, schaut euch ein bisschen um und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.